Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, heute habe ich eine schöne Schnelligkeitsübung für deine Mannschaft, ein Schnelligkeitswettbewerb mit Ball. Ihr konntet gerade schon der Skizze nehmen, mit Tempo-Dribbling, mit einem Passspiel, mit Übergeben, mit Sprünge, wie ihr hier seht, um unten wegtauchen und dann wieder übergeben. Man kann das in einer Abklatsch-Version machen, aber man kann es auch mit einem Plättchen oder Hütchen in der Hand geben. Hier Passspiel, da wird es übergeben, das Plättchen, und so geht es dann halt immer weiter in einem schönen Rundkampf, in einem Wettbewerb. Und das ist immer das Wichtigste. Im Wettbewerb geht es immer um Kämpfen, um Gewinnen, und welche Mannschaft möchte denn ja am Ende als Verlierer dastehen und nachher dann als Bestrafung 20 Burpees machen zum Beispiel. Ja, das will keiner. Ihr könnt euch auch eine andere Bestrafung aussuchen. Das ist natürlich euch überlassen, ob Liegestütze oder wie ich es hauptsächlich mache mit Burpees. Ja, die zwei Stationen, wie ihr seht, sind ganz schön weitläufig. So als kleiner Tipp, der Mann in der roten Jacke dort, das bin nicht ich, das ist mein Co-Trainer, der natürlich die andere Seite so ein bisschen überprüft, damit sie natürlich dort auch alles richtig machen, weil die Jungs, die mogeln denn doch schon das eine oder andere Mal. Da lassen sie sich immer was einfallen, also habt da mal ein waches Auge, oder dass zumindest einer drüben hinschaut, dass sie alles richtig machen, und die anderen, und das ist dann schon eine wichtige Geschichte, ob sie jetzt abkürzen oder solche anderen Geschichten machen. Deswegen aber auch dieses Plättchen in der Hand beim Übergeben, dass wir nicht früher starten, beim Abklatschen versuchen sie es dort auch immer wieder. So könnt ihr es natürlich super unterbinden. Ja, wie ihr seht, ist dann ja auch noch die Möglichkeit, die Distanzen zu verkleinern, wenn ihr jetzt größere Gruppen habt. Wir sind jetzt 5 Leute, jeweils auf der anderen Seite dann auch nochmal, die Tore sind ja noch raus. Das müsst ihr dann gucken, wie ihr das am besten löst. Ob ihr sowas noch größer macht, das ist natürlich immer abhängig von den Distanzen. Ja, hier habt ihr dann auch mal eine Besonderheit, dass ja auch mal die Hürden gerissen werden. Trotzdem darf man nicht aufgeben, auch wenn die hintere Mannschaft jetzt schon im Vorsprung ist. Es gleicht sich meistens immer wieder aus, weil einmal einer einen Fehler macht, in diesem Falle jetzt die vordere Mannschaft, und bis man zum Ende dann sieht, dann hat man fast wieder alles aufgeholt, und es ist immer ein knappes Rennen, deswegen immer motivieren, dass die Jungs dann auch nicht aufgeben, weil die anderen können ja auch einen Fehler machen, ja, und das ist ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart, lasst ein Like da und kommentiert gerne, ob ihr es ausprobiert habt, dann gebt ein Feedback. Ich würde mich natürlich freuen über alles, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger.